So, fahren wir den hin. Wo bist du denn? Fahren wir C oder fahren wir A? Fahren wir C. Kurz an Türme nach rechts, das ist String X. Dort habe ich mich gemerkt. War C, gell? Das ist String X. Aufgerichtet aus Kurs, ja. Schau dir mal meine schöne Flagge an, hier hinten rot. Wie ein Pirat. Wow! CBT. Ja? Mit deiner amerikanischen Flagge da. Meine hängt am Arsch, die von Japan. Ja, wie? Der lädt jetzt direkt AP. Ist das geil? Leck mich wieder meine HI geladen. Oder hab ich schon aus Reflex heraus 2 gedrückt? Das regnet doch noch immer. Ja. Ich höre auch Gewitter. Gewitter, wow! Wow, Gewitter, wow! Aber ja klar, der eine schießt Torpedos, die treffen 100 pro. Aber auf 8 Kilometer ist es natürlich geil, wenn du ein Schlachtschiff bist und du hast einen vor dir. Ja, das ist auch für Schlachtschiffe ist geil, für... Gut, für Zerstörer das ist scheißegal, für Flugzeugträger ist das blöd. Ja. Weil dann recht wenig offen ist. Ist dann interessant auch, wie das Flugzeug wirkt, das man rausschickt in den... Naja, Zerstörer ist auch geil. Wenn du auf den hohen Leveln bist. Ja gut, dann ist 8 Kilometer wieder, vor allem wenn man den Ding hat, den amerikanischen, dann kann man ja Dauerfeuer geben, unentdeckt. Ja. Aus dem Nebel heraus. Wie viel Knöten hast du drauf? 21,1. Oh, bin ich wohl gleich schneller mit 21,5. Oh, da sind schon Schiffe. Texas, was Texas? Ach, das ist die neue, ne? Das ist die Premium. Ja. Texas, ach, fuck. Texas. Was ist los? Ich hab dich ausgerichtet aus Kurs vergessen auszuklinken. Das ist ärgerlich. Ja. Alter, ist die AOBA schnell. Ich hol mal was raus. Was holst du raus? So. Ich dachte schon, du machst jetzt die Webcam an. Ja klar, immer doch. Luftig. Oh, die könnten treffen. Jawohl, Zitadellentreffer. Ne? Erstmal ins Gesicht. Geil. Haben meine Flak schon geschossen? Ist hier irgendwo schon ein gegnerisches Flugzeug? Ja. Oder wo ist denn hier eins? Zitadelle 10. Ach da! Oh verdammt, 3 Kilometer. Zitadelle 10.000. Achtung! 100. Okay, das geht glaube ich auf dich, ja. Zwei fressig. Ein mit Glück, jawohl. Und nicht mehr Wasser. Sicher. Und nicht mal Wassereinbruch verursacht, der Penner. Oh, ist doch gut. Jawohl, Zitadelle! Jawohl, weg ist er! Scheiße, okay. Entweder sie haben uns gibt. Alter, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Achtung, Zerstörer von rechts. Ich glaube, ich gebe der Tech das mal einer. Wie sieht's bei dir aus? Habe ich auch versucht. Nicht gelaufen. Die hat 49.000 als 5er. Das finde ich viel. Ja. Alter, wir haben ein bisschen mehr Sinn. Hier ist wieder irgendwo ein Flugzeug. Kann doch nicht sein. Ganz hätte hier. So, Omaha. Scheiße, die dreht. Oh, das könnte das Ende für Omaha sein. Oh, die. Nee, die falsche Gefährder, ey. Und das war wieder die Zitadelle, ey. Hast du deine Musik so laut hier? Achtung, Oma ist jetzt echt nah, ne? Ah, jetzt weg. Ist weg. So, schnappen wir uns die Oma. Oh, hi! Ober. Sechser Ober, was hast du so nah neben mir? Doch, fahren wir hier weiter. Ah, oh, Torpedos kommen. Wo? Hundertprozentig, da ist gerade, durch die Lücke ist gerade ein Zerstörer gefahren. Ja, die müsste ich schon sehen, ich habe die Erkennbarkeit drin, der war nur 6 Kilometer weit weg. Und da hat Richtung Isla geschossen, da hat kein Magazin drin mehr. Auf was, ich verstehe zum kleinen Aussicht. Oh. Oh,
Oh, jetzt dreht sie bei, Nutte. Teil Nutte. 3465. Lasst mich in Ruhe. Ich mache euch doch gar nichts. Ja, die ist im Nebel stehen geblieben. Oder so, ja. Ich hab dich gewarnt. Muss aufpassen, die Torpedos tun richtig weh, ne? Au, au, au. Und wieder kein Wassereinbruch. Ha! Jawoll. Jetzt ist der Nebel weg, sehr gut. Hast du deinen Lautsprecher an, oder was? Nö, nö. Ja, komm, lauf auf. Einschlag bestätigt. Okay, der eigentlich müsste der, wenn der Torpedos geschossen hat, müsste der jetzt aufdecken. Der andere Zerstörer. Mach ihn weg, mach ihn weg, mach ihn weg. Okay, da sollte jetzt nichts mehr kommen. So eine Cleveland und 11 Kilometer, das ist auch ein nettes Ziel. Bist du? Hast du du bist direkt parallel hinter mir, ne? Vor dir. Nicht hinter mir? Nee. Doch, du bist hinter mir. Ja, du bist doch direkt hinter mir an der Map-Grenze. Ja, so kann man, wenn man es so sieht, ja. Alter, die Cleveland hat aber auch geschluckt, ey. Allerdings fahren wir auch gerade recht viele Gegner rein, ne? Uff. Allerdings sind alle auch schon angeschlagen. Ja, ich drehe jetzt bestimmt nicht. Scheiße, jetzt sind wir aber alleine. Ja, aber bringt ja nichts, wenn wir drehen. Als erstes muss die Cleveland weg, das ist die Hauptsache. Wenn die jetzt schnell runterkommen, scheiße, ich hab zu weit hinter gezielt. Da ist noch eine Kongo. Das könnte jetzt echt gefährlich werden. Ja, bei mir kommt gerade eine Batterie rein. Jo, ich habe ja auch schon Einschläge. Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn du mal kurz mit der Karlsruhe mithilfst. Weil die kommen. Ich wollte mir eigentlich um die Ding kümmern. Ah, Cleveland ist weg, sehr gut. Gegnerischer Kreuzerfall. Jetzt Schritt für Schritt, als erstes die Karlsruhe, weil die ist nämlich her. Ja, Cleveland habe ich schon weg. Mal zehn Torpedos. Ich gehe nur 6 Kilometer von der Karlsruhe. So, reparieren muss ich noch nicht. Jetzt macht die so eine Kackdrehung, ey. Jetzt ist der Turm ausgefallen. Bei dir, oder was? Ja. Jawohl. Och. Die hat jetzt so einen Kackwinkel, ey. Ja. Macht nix. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. So, reparier ich doch mal. Hab doch Zeit jetzt. Vor allem, du willst wegfahren. Guck mal auf die Gegneranzahl. Aua! Der hat gesessen. Ja, jetzt hauen die ab. Ja gut, wir haben auch gerade zwei rausgenommen. Oder zwei, oder? Ja. Und gleich das Flugzeug raus. Stimmt, auch eine Idee, aber... Ich mag halt die Anvisierung so viel lieber. Was die abhauen, ist jetzt echt ein bisschen ärgerlich. Ja, die Texas bleibt sogar hinterm Hügel stehen. Torpedojäger anmussieren. 5 Kilometer. 4. Ach so, du meinst bei mir. Die kommen auf deine Breitseite. Dann drehen. Doch, ja gut. Das ist automatisch anvisieren. Eine nehme ich. Gut, das ist in Ordnung. Dann reiche ich jetzt auch nicht weiter aus.
ein Wassereinbruch? Nein. Naja. Finde ich. Bin nur mit 44.000 ganz gut dabei. Puh! Ich bin durch so einen schmalen Zirkel durchgefahren. Ach stimmt, du bist da hinter mir, ne? Ja. Ich muss dich aufpassen, ich bin jetzt gleich neben dir, dass ich dich treffe. Gib mir ein bisschen Gas, Opa. Ich gebe mir Vollgas drauf. Bitte, bitte, bitte. Oh, auf 1300, ey. Mach die mal weg, die von New York. Triffst du, meinst? Sehr gut. Ich habe erst 14 Treffer, eieiei. Wie kommen die? Oh, die kommen schon wieder so gut, ey. Leck mich am Arsch. Ah, leck mich am Arsch, kommen die wieder gut. Ach, leck mich am Arsch, die Runde, es läuft zu geil. Das ist abnormal. Aber wenn du mir jetzt den Kill glaubst, ich hau dich. Okay. Ah, Wichser! Ich weiß es nicht. Ich weiß, aber die hätten, guck mal, wie schön die alle getroffen hätten. So, ich bräuchte noch ein paar Treffer. Wie sieht's mit dir aus? Ah, du bist hinter Mittel, da komme ich, glaube ich, nicht hin. Da hinten ist, ah, hinten ist der Flugzeugträger. Ich mache eine Linkskurve. Du machst eine Linkskurve, wieso? Damit ich da drauf schießen kann. Ja, dann pass aber auf, bisschen, weil ich nicht ganz links fahre. Du musst aufpassen, du fährst in meine Richtung. Ja, bremse ich halt einfach ein bisschen. Das war ein Dreizitadellen, mein Freund. Hast du das gesehen? Ah, fuck you! Soll ich dir mal sagen, wie viel Zitadellentreffer ich hatte, insgesamt? Wie viel? 12. Was? Ich bin auch ganz knapp ganz oben. Wie viel Schaden hast du gemacht? 188.965. Das schüttelst du einmal mit der Hand, gell? Das war, ja. Die Runde war ganz in Ordnung. Leck mich im Arsch, Alter. Ich habe so oft, das war endgeil. 55 normale Treffer und 12 Zitadellen. So, was haben wir denn alles für Medaillen? Erstes Blut, Krake freilassen, auch zweimal vernichtender Schlag, Großkaliber, ist Unterstützer. Gut, ja, das war's gut. Ja auch schon. Krake freilassen ist cool. Das ist das, wo man 50% mehr AP bekommt auf das Schiff. Die Flagge. Da links halt auch so schwer zu bekommen. 5 Kills machen. Oh ja, gut. Ja, Moment, erstmal zurück zur Garage. Ja, erstmal muss ich vom Hype wieder runterkommen. Module. Wie geil lang die Liste ist, die ganzen Errungenschaften. So, jetzt habe ich hier 15.000 Erfahrung drauf. Kann ich mir noch glatt den neuen Rumpf einbauen. Was kostet der? Klappo. 900.000. Alter. Ich finde es halt schade, dass man irgendwie dann die alten Rümpfe nicht irgendwie zu verkaufen kann.